So, hallihallo. Hallöle. Schapöle. Es war Nacht. Es war fast Mitternacht, aber ich dachte, hey, was soll's? Heute habe ich echt mit dem Sprachfehler zu kämpfen. Beim Sprachfehler. So. War wahrscheinlich nicht lang, wahrscheinlich schon wieder. Jimmy! Du kleines Mistvieh auf zwei Beinen. So. Für meinen Charakter, wo ich Angst habe. Gift ist tödlich. Das ist voll fies. Hat von mir gewesen. Und voll, und ich bin voll toll. Wett? Kannst du mir. Ich werde euch fehlen. Ja, das reicht schon. Lade mal auf, weil ich letzten Mal bzw. Durchgang Nummer auch so halb zu viel HP gehabt und nur wegen Fehler bin ich verreckt. Na, danke. So, okay. Drei. Sonst mit vier auf zwei Beinen. Ugh. Ach du, Kacke. Was war das denn gerade? Der Kopf. Als ihr Hand. Hoppala. Seid ihr ein ehemaliger Bürger? Nein, denke ich nicht. ja, weil wir schon so oft haben getötet, haben sind, warte, was? Ja. So, und ich und das heiße nimm mir fucking Kopf ab, wenn ich dich irgendwo finde. Egal, ob du ein Jedi oder ein Sith bist. Ich werde dich den Kopf abschneiden. Was zur Henker? War das gerade? Ja. Meine böse Zwillingsschwester war eigentlich ein Ding, Keller sein sollte und nicht in meinem Kopf gerade. Klappe, Handy, ich bin beschäftigt. Man hat mir erzählt, dass jemand Gabotjas Lager dem Erdboden gleichgemacht hat. Ich habe wohl das richtige Gespür für fähige Leute. Ich gehe davon aus, dass ihr. Wow! Igitt! Wenn ich gewusst hätte, dass ein Kopf so stinken würde, hätte ich euch eine Gefriereinheit mitgegeben. Danke, ihr könnt das wieder einpacken. Das ist euer Beweis, auch wenn er immer noch etwas tropft. Jetzt habe ich wirklich was bei meinen Leuten gut. Dafür müssen sie meine Banterfarm ausmisten. So widerlich das auch ist, unsere Lage hat sich dadurch verbessert. Nun ja, abgesehen von dem Gestank. Seht ihr einen Müllschacht? Hm.
Problem ist, man muss teilweise echt überlegen, was man machen soll. Und ich habe Post, das sehe ich. Ein Tag, hoppala. Ich reise hier fucking. Aber ich muss sagen, ich weiß, wo meine sagte sie, und ich glaube auch meine Phobie gegenüber 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 Phobie über Animes beziehungsweise die schöne, süße, unschuldige Mädchen habe. Und zwar nämlich zum Beispiel Supermodel oder so. Ich glaube, ich habe meine Phobie bzw. den Grund herausgefunden. Aber das sage ich euch nicht. Um zu sagen, dass das mein Geheimnis ist. Ich glaube auch irgendwas zu tun zu haben wegen Misty Fetchworld aus Yu-Gi-Oh! 5Ds. Also das kann ich nur mal. Oh. Das kann ich nur bestätigen. Ah ja. Das ist die nächste Station. Und ich warte mal kurz. Ja, für ich heiße dir fucking. Wird jetzt schnell fertig. Hier spricht Dr. Sobrin. Wir haben unsere erste Kategorie Artefakte in der Höhle geendet. Sie wurden auf über 20.000 Jahre datiert. Man sollte meinen, das würde die möglichen Erbauer eingrenzen, nicht wahr? Es gab zu dieser Zeit nicht so viele raumfahrende Völker, aber ich kann keine Zivilisation oder Spezies finden, die zu diesen Merkmalen passen. Selbst Green-Technologie ist nicht vergleichbar. Wie auch immer, Dr. Lerek und ich werden das Hauptgerät studieren und die kleineren Relikte den anderen zuweisen, um sie zu beschäftigen. Hoffentlich stößt jemand auf etwas Brauchbares. Jerka wird mit diesem Zeug ein Vermögen machen, wenn wir das Geheimnis entschlüsseln können. Logbuch Ende. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Ach Gott. Entschuldigung. So, und dazu noch ein kleines Infovideo, warum die Videos so spät kommen gerade. Aber das seht ihr in meinem Infovideo. Oh Gott. Danke, Remo. Ach, nein, nicht Remo. Zum Glück nicht. Sonst hätte ich mehr Schaden als alles andere. So. Was das so in der Nähe ist, arg. So. So, und
gemoppelt. Ha. So. Hier spricht Direktor Antal. Wie allgemein bekannt ist, gehört die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu Cercas höchsten Prioritäten. Und wir nehmen Unfälle sehr ernst. Daher führen wir aufgrund von Bedenken bezüglich der Untersuchungen des Geräts ein neues Verfahren ein. Wer auch immer das Gerät begutachten möchte, benötigt eine schriftliche Erlaubnis von mir und Dr. Dyden. Untersuchungen durch Droiden oder ferngesteuerte Scanner dürfen weiterhin wie gewohnt durchgeführt werden. Der Terminplan unserer Abteilung wird dadurch nicht beeinflusst. Verdächtig. Wo ist der nächste Punkt? Ich hab's vergessen, deswegen. Ach so. Da hinten. Ja, ich seh's. So. Das ist ja halt schon ein bisschen mehr Arbeit, aber was soll man machen, ne? Aber das ist zum Glück bei unserem Gebiet, warum auch immer. Genau. Handlanger. Ich finde die Sith sowieso cooler als die Jedis, muss ich ganz ehrlich zugeben. Darum spiele ich eigentlich mehr Sith als Jedis. Natürlich, ich hab's auch schon probiert, aber... Ich möchte, dass meine Bedenken aufgezeichnet werden, bevor noch mehr Leute verletzt werden. Ich mache mir Sorgen wegen des Geräts. Seine Energiewerte schwanken immer noch und es versucht, sich mit den kleineren Artefakten zu verbinden. Ich denke, es ist eine Waffe. Vielleicht eine Bombe. So Prinz Theorie, es würde sich um ein Werk der Kree-Enklave handeln, ist albern. Wir haben bereits Hinweise auf eine Zivilisation, die Tatooine besucht hat. Und es waren nicht die Kree. Wir haben ähnliche Technologie in den kaschikischen Schattenlanden gefunden. Ich bin mir sicher, das unendliche Reich steht mit den Ursprüngen des Geräts in Verbindung. Egal, was andere sagen. Und ich bin es leid, ignoriert zu werden. Ja, und vielleicht warst du auch sogar tot. Man weiß es nicht. Ach ja, genau. Da war noch eins. Nee. Und wieder an Dings dem. An Lucky. Oh, ich kriege immer noch reine Gänsehaut gerade. Ah! Auch wenn ich ein bisschen Bedenken habe, das Vieh. Hey, boing! Ups, das war dumm. War dumm von mir. Da muss auch schon weg, weil ich hab... So. Dr. Lerek ist fort. Er hat eine Versetzung beantragt und ist auf dem Weg zurück nach Enkahead mit einem der kleineren Relikte im Gepäck. Gut, dass er weg ist. Es war anstrengend, mit ihm zu arbeiten. Trotzdem. Lereks Theorie über ein altes, unendliches Reich und eine fremde Meisterspezies war bestenfalls ein wissenschaftlicher Randfall. Aber manche seiner Daten machen Sinn. Ich werde morgen eine neue Testreihe starten, indem ich das Gerät mit einem ferngesteuerten Arm öffne. Wir werden sehen, was dann passiert. Und das war wahrscheinlich Ihr Fehler. Weil so viel, dass ich bei Theorie weiß, ist das so ein Vieh, ich nenne es mal Vieh, ne? So ein Vieh einfach, wir haben ja letztes Mal gesehen, was bei uns passierte. Sie hat wahrscheinlich mehrere infiziert, aber das kann man ja
terrorisieren, genau. Ich bin mal zu kurz. Lass weg in Ruhe. Ah. Vieh. Du Vieh. Ja, aber ich will das so an. Ich werde es bereit. Upsala. So, ich habe keinen Bock, irgendwie noch pragmatische anzufallen. Na, alle Chakra-Mitarbeiter, hier spricht Direktor Antai. Ich bitte alle Mitarbeiter zuzuhören und ruhig zu bleiben. Vor einigen Minuten kam es im Hauptlabor zu einem unbedeutenden Gerätefehler. Als Vorsichtsmaßnahme veranlassen wir eine Abriegelung des gesamten Komplexes. Im Falle eines Versuchs, die Abriegelung außer Kraft zu setzen, werden die Computer Gewalt anwenden. Ich bitte alle, an ihren Plätzen zu bleiben. Es wird eine neue Durchsage geben, sobald die Lage sich entspannt hat. Das ist fies, wenn ich bedenke. Es ist fies, wenn man bedenkt, dass dieses Vieh mehrere ist übertrieben, aber so Leute tötet, aber trotzdem irgendwie Armee. Oh Gott, ich muss an Nau denken. Jau, oder wie immer sie hieß. Wer sie nicht kennt, sollte mal unten in die Videobeschreibung ist ihr Name. Könnt ihr mal sie googeln, dann habt ihr das Salat. Den Salat. Ihr werdet denken, Salat? Was meint sie damit? Ich meine, es wird ein brutales Chaos geben. Natürlich, jetzt wird sie noch nicht mehr kommen, aber ich habe irgendwie so ein mieses Gefühl, dass sie zurückkehren könnte. Ihre Stimme. Ah. Und immer wenn ein Spieler bei ihr gibt. Und dann kriege ich immer leichte Panikattacke. So, nein, 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 tu's nicht. Ah! Was sagst du denn da, Wett? Dass sie schon mal hier gewesen ist? Mal sehen, ne? Jeder das seine, hä? Hoppala! Die sehen eigentlich noch ganz normal aus, eigentlich, oder? Was meint ihr? Jetzt, wenn ich die ein bisschen genauer hingucke. Ja, die sehen ein bisschen normal aus. Schade, dass. Hoppala. Schade, dass ich sie töten müsste. Dann nur hinten. Hahaha. So, ich reiße euch in Stücke. Ich lese euch in Stücke. Ah ja. Geh weg. Ja, wir haben Dings durchgebrochen. Das ist cool. So. Ah, das ist neu. Glaube ich. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Ah. So. Jetzt kommt mein cucking Part, wo ich früher mindestens gehasst habe. Genauso gehasst habe ich den Kampf. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich könnte alle Dämpfe vernichten, aber ich habe keinen Bock. Oh Gott, Kacke. So. Sagte sie und werde. So. Nein! Scheiße, wie kannst du... Streuattacke. Set Streuattacke ein. Diese Attacke war sehr effektiv. So. So. Oh Gott. Ich hoffe, das geht gut. So. Sieht cool aus. Wow, Kamera. Wow. Okay. Kurz vor 12. Interessant. So. Ich werde diesen Sieg bis zum Schluss auskosten. Ja, macht mir keine Angst. Auch wenn ihr sehr eklig aussieht. Für mich sehen sie aus wie Zombies ein bisschen. Sind ja auch wie ein bisschen wie Zombies. So. Das hätte eigentlich kein Problem sein, Mama. Haltet sie auf, ich bin. Ah, fuck, 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 fuck. Ah, da bitte. Noch ein bisschen länger. Okay, so weit, so gut. So, okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Was? Sieht's aus.
Ah! Warte, ich muss kurz mich heilen. Okay, und zurück war. Okay, jetzt. Haha. Gut gemacht. So. Die Musik. Teilweise, ey. Die Musik. So. Hehe. Gott, das stelle ich mir jetzt ein bisschen genau vor. Das ist ja Kacke. Kacke Angelegenheit gerade. Und nicht, dass ich mir vorstelle, so im Thron von Yao zu sitzen und. Nein, geh weg, geh weg. Geh weg, Erinnerung. Bla. Gott, ich setze wahrscheinlich ihren Namen in die Videobeschreibung. Das werdet ihr mal, wahrscheinlich werdet ihr neugierig und dann, ja, und dann habt ihr die Schlamassel, quasi. Der Schlamassel im Schlamassel.